So Leute, da sind wir wieder und wir sind jetzt inzwischen fertig. Hat zwar auch ein bisschen gedauert, das habt ihr gerade gesehen, das war ziemlich aufwendig, aufwendiger als ich mir eigentlich gedacht habe, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und das werden wir jetzt auch sehen. So, jetzt haben wir hier zwei Farben und da entscheiden wir uns mal für die blaue Tür und das ist eine falsche Entscheidung. Leute, was geht? Baby René hier. Heute mal wieder alleine und das wird auch so bleiben, denn ich möchte heute was machen, was ich vor den anderen, also vor Baby Claudio und Mama Dania und Baby Khan, erstmal alleine geheim halten möchte. Denn da wird es eine kleine Überraschung für die geben. Denn wir werden heute mal wieder hier was Neues bauen. Wir haben ja hier schon ganz schön viele Sachen gebaut, nämlich diese Obi, die alle schon laufen mussten, mit mehr oder weniger Erfolg. Dann haben wir hier darunter diesen Escape Room gebaut und jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit für eine neue Sache und ich habe da schon so eine Idee, nämlich habe ich gedacht, bauen wir hier irgendwo, wo noch Platz ist, aber ich glaube, wir haben ja noch Platz, eine Fläche hin, die dann so ein bisschen ist wie eine Wähle nicht die falsche Tür Challenge. Das bedeutet, da werden dann verschiedene Türen sein und da muss man sich für eine entscheiden und wenn man Glück hat, dann kann man weiterlaufen und wenn man Pech hat, dann fällt man nach da unten. Und zwar so ungefähr. Ich mach's mal vor und flieg mal wieder nach oben, bevor ich ganz nach unten falle. Denn ich muss ja erstmal hier oben bleiben, damit ich das ganze Ding bauen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wo wir das Ganze am ehesten bauen. Ich glaube, ich baue das hier, aber ich werde mir hier noch ein bisschen umschauen und ihr werdet dann gleich sehen, wo ich diese Fläche baue. Und vor allem werdet ihr natürlich sehen, wie ich die baue, denn heute wird es dann als erstes Video ein kleines Speedbuilding geben. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht bei den Flächen hier. Und in den nächsten Videos wird es dann natürlich auch irgendwann die Folgen geben, wo Baby Claudio beispielsweise da durchlaufen muss. Und ich freue mich jetzt schon, wenn er bei irgendeiner Tür die falsche Tür nimmt und dann nach unten fliegt. Das wird auf jeden Fall lustig. Also, wenn ihr darauf Lust habt, dann abonniert gerne schon mal den Kanal, aktiviert die Glocke und dann seid ihr definitiv dabei, wenn das passieren wird. Aber erstmal bauen wir jetzt die Fläche und fangen damit an. Und ihr könnt euch zurücklehnen und mal schauen, wie ich mich dabei so schlage, wie das klappen wird. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns dann nachher nochmal.
Leute, da sind wir wieder und wir sind jetzt inzwischen fertig. Hat zwar auch ein bisschen gedauert, das habt ihr gerade gesehen, das war ziemlich aufwendig, aufwendiger als ich mir eigentlich gedacht habe, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und das werden wir jetzt auch sehen, denn wir werden natürlich jetzt einmal zusammen hier durchgehen, bevor wir jetzt die anderen Leute einladen, um da durchzugehen. Und wir haben hier die ersten drei Türen und da habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, dass die linke Tür nicht das verspricht, was man sich erhofft. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Hier wartet nur ein Pinguin. Aber mehr auch nicht. Und wir gehen mal weiter. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder Leute? Also ich glaube, da können wir doch bestimmt einfach weitergehen. Oh, nee, können wir doch nicht. Hier fliegt man nämlich einfach durch den Boden. Das ist natürlich schon echt fies, vor allem wenn man das nicht weiß. Denn dann kann man sich auch nicht den Propeller schnappen und darauf vorbereitet sein. Dann fliegt man einfach nach unten. Aber das ist mir egal, denn ich werde ja das nicht sein. Das wird dann zum Beispiel Baby Claudio sein und damit kann ich ganz gut leben. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier fünf verschiedene Türen und hier geht's nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's überall nicht weiter. Außer bei einer Tür. Nämlich bei der Tür ganz links. Diese Tür ist die einzige Tür, wo kein Glas dahinter wartet. Das heißt, das ist dann die einzige, die nicht falsch ist. So, jetzt haben wir hier zwei Farben. Und da entscheiden wir uns mal für die blaue Tür. Und das ist eine falsche Entscheidung. Denn die blaue Tür ist die falsche Tür. Die pinke Tür ist nämlich die Tür, wo es weitergeht. Und zwar hier entlang. Und hier wartet eine kleine Falle, denn hier sind ja zwei Pfeile, die zeigen genau auf die Tür und die testen wir mal auch. Und da geht es tatsächlich auch weiter, aber bei den anderen Türen glaube ich, dass die eher die nehmen werden, weil ich glaube, hier denkt man schnell, dass das die eigentliche Falle ist, dass man hier nämlich dann durchgehen soll und es dann nicht tut. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das wird funktionieren bei manchen Leuten. Und jetzt ist hier auch schon die letzte Tür und da testen wir das mal in der Mitte und ups. Da geht es wieder nach unten. Zum Abschluss kommt also nochmal eine ganz fiese Falle. Da muss man dann durch diese Tür durchgehen und da landet man auf dem Glas. Das heißt, hier ist man in Sicherheit. Und das ist dann auch schon das Ende von meiner Wähle nicht die falsche Tür Challenge von dem Parcours, den wir jetzt hier gebaut haben. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich hoffe vor allem natürlich, dass ihr gespannt seid auf die nächsten Videos, die wir dann auf jeden Fall mit Baby Claudio, mit Mama Tanja und Baby Khan machen werden. Das wird auf jeden Fall zeitnah kommen und dann bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen werden. Das wird auf jeden Fall echt lustig werden. Und wenn ihr Lust drauf habt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!